Sawadee Sawadee ka! ka! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute gibt es ein traditionelles, sehr beliebtes Thai-Dessert. Es heißt Khanom Sai Sai oder So sei ka! Aha, man kann es auf beide Arten sagen. Und das bedeutet quasi gefüllte Kokosnusscreme mit Kokosnussfüllung in Bananenblättern. Und keine Sorge, wenn ihr sagt, ich habe gar kein Wir Bananenblatt. sei zu euch, wie sie können Auch ohne machen. Bananenblatt. Mami macht's möglich. Ihr wisst Bescheid. Mund schmeckt, Augen schmeckt. Los Beileka, los geht's! geht's. Dieses Thai-Dessert besticht mit diesem soften, cremigen Kokosnusscreme als Hülle, innen die Füllung, gebratene Kokosfleisch mit Palmzucker, so schön karamellig-süßlich, das Ganze im geschmeidigen, soften Teigmantel. So hammerlecker, Leute! Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr das auch ohne die Bananenblätter machen könnt. Die genauen Mengenangaben und Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Infobox, gell? Ich zähle euch da jetzt erstmal nichts auf, weil das seht ihr gleich alles ganz genau im Video. Und ja, dieses Rezept ist auf jeden Fall eher etwas für die Fortgeschrittenen unter euch. Als erstes geben wir Kokoswasser oder stilles Wasser in eine Pfanne. Bei kleiner bis mittlerer Hitze geben wir Palmzucker dazu und braten so lange, bis Palmzucker sich aufgelöst hat. Dann geben wir Kokosnussfleischstückchen hinzu. Kokosnussfleischstücke haben wir hier aus dem Asia-Shop geholt, in der Tiefkühlabteilung. Müsst immer nachschauen, gell? Wir braten so lange, bis es trocken gebraten ist. Seht ihr das? Das Wasser mit Palmzucker ist schon komplett wie weg und direkt in Kokosfleischstückchen eingezogen. Und das ist typisch Thai-Style. Das müsst ihr nicht machen. Wir zeigen euch nur, was typisch traditionell Thai ist und hoffen, euch interessiert eben auch sowas, gell? Das ist Ob Quan Tien. Das ist Duftkerze extra für Nahrungsmittel. Das ist so typisch Thai-Style. Da werden diese Duftkerze, die werden übrigens aus duftenden Blumen gewonnen, angezündet, dann direkt zu den Süßigkeiten gelegt und für ungefähr 20 Minuten geräuchert. Wie gesagt, es ist extra eine Duftkerze für Nahrungsmittel. Und nach den 20 Minuten habt ihr diesen einzigartigen Thai-Duft. So Hammer! Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr die Gelegenheit habt. Aber jetzt, wenn ihr das nicht habt, kein Problem. Ihr könnt direkt Kokosnussfüllung bauen, indem ihr die Kokosfleischstückchen nehmt und die zu kleinen Bällchen formt. Am besten direkt, wenn es noch warm ist, dann lässt es sich leichter zu Bällchen formen und ab und zu könnt ihr eure Hände in Wasser tunken, damit das Palmzucker und Kokosnussfleisch nicht so sehr an eure Finger kleben. Das ist Bai Dei, Pandanblatt. Auch das ist so typisch Thai-Style. In der Thai-Küche lieben wir es, mit Pandanblättern zu arbeiten, denn die haben diesen einzigartigen, nussartigen Flavor. Außerdem können wir daraus eine wunderschöne, natürliche grüne Farbe gewinnen, was wir jetzt machen. Pandanblatt klein geschnitten, mit Wasser in den Mixer gegeben, einmal durch den Sieb. Und schwuppt habt ihr diese tropengrüne Farbe. Das Blau haben wir hier von den Anshan-Blumen. Da haben wir dann diese wunderschöne, intensive Blau. Das lieben wir. Das müsst ihr, wie gesagt, nicht machen. Ihr müsst nicht blau und grün haben. Ihr könnt komplett nur mit stillem Wasser arbeiten. Dann habt ihr weiß vom Klebereismehl. Also, ne, lasst euch nicht verunsichern. Wir geben jetzt das grüne Pandanwasser zum Klebereismehl hinzu. Hier könnt ihr ganz einfach stilles Wasser nehmen, ohne Farbe. Dann werden die Bällchen eben weiß, aber das ist nicht schlimm. Dann kneten wir es so lange, bis ihr eine schöne Knetmasse habt. Dann gibt meine Mama hier noch ein Stückchen Kokosmilch dazu. Das macht den Teig dann noch geschmeidiger und softer. Ihr knetet so lange, bis ihr merkt, dass da in den Händen nichts mehr kleben bleibt. Dann wisst ihr, ihr habt die perfekte Konsistenz erreicht. Damit der Teig nicht austrocknet, noch ein Tuch drüber geben.
Guck hier mit extra Elefant. Und das gleiche haben wir dann auch mit dem Teig in Blau gemacht. Daraus formt ihr aus dem großen Teigball mehrere kleine runde Teigbällchen. Die sollten etwas größer sein als die Kokosnussbällchen von vorhin. So goldig sehen die aus, gell? Mami und ich lieben Farben, das wisst ihr. Jetzt machen wir die leckere Kokoscreme. Auch das, Leute, könnte ich pur essen. Kokosmilch, Reismehl, Salz und Zucker. Als erstes geben wir Kokosmilch in eine Pfanne, geben Zucker dazu, ganz kurz umrühren. Dann kommt direkt hier Reismehl mit da rein. Wieder kurz umrühren und das geben wir hier einmal durch den Sieb, damit keine Mehlklümpchen entstehen. Und dann geben wir das Ganze nochmal zurück in die Pfanne und erst jetzt wird es bei ungefähr leichter bis mittlere Hitze angebraten. Dann geben wir hier stilles Wasser und Salz hinzu. Hatte ich vergessen zu filmen, aber ihr gebt stilles Wasser und Salz mit da rein und bratet so lange, bis ihr diese cremige Konsistenz habt. Guck mal, das sieht schon fast aus wie Sahne und genau so ist es perfekt. In der Zwischenzeit bereiten wir hier Bananenblätter vor, die dienen ja dann quasi als Hülle, als Verpackung für die Süßigkeit. In Thailand hat man ja früher Essen und Süßigkeiten immer in Bananenblätter eingepackt. Hier zeigt euch Mami, wie es geht, wenn ihr gerne mit Bananenblätter arbeiten möchtet. Ihr braucht einmal Bananenblätter in groß und in klein geschnitten. Das könnt ihr aber alles selber zuschneiden. Am besten in dieses Schiffchenform. Da habt ihr einmal das große Blatt als Unterlage. Da schaut die helle Seite nach oben. Das zweite Blatt kommt oben drauf und da schaut die dunkelgrüne Seite nach oben. Wisst ihr, was ich meine? Guckt. Das größere Blatt unten guckt mit heller Seite nach oben und das kleinere Blatt mit dunklerer Seite nach oben schauen. Dann nehmt ihr ein Teigbällchen, drückt es platt. Dann kommt die Kokosnussfüllung hinzu. Wird der Teig um die Füllung außenrum gebastelt. Einmal schön rollen, damit es schöne runde Form hat. Voilà! Dann geben wir die leckere Kokosnusscreme als Basis dazu. Unser gefüllte Teigbällchen drauf, nochmal Kokosnusscreme drauf. Ich liebe dieses Kokosnusscreme, weil die süß ist und einen Hauch an salzigen Flavor hat. Das liebe ich. Guck, dann faltet ihr die Bananenblätter hoch. Einmal links einschlagen und wenn ich das kann, Leute, dann könnt ihr das auch. Das geht wirklich ganz intuitiv. Die Bananenblätter rollen sich wie fast schon von Zauberhand zusammen. Seht ihr das? Dann habt ihr hier schon so ein kleines Päckchen. Dann nehmen wir das Pandanblatt als Schleifchen sozusagen und hier so ein kleines am Holzstäbchen wird quasi einmal durchgestochen und so bleibt alles fest ineinander geschnürt quasi. Ich zeige es euch gleich nochmal bei Mami, wie sie das macht. Dann könnt ihr es euch nochmal kurz in Ruhe anschauen. Guckt, die Bananenblätter unten als Basis sind schon da. Mehlteig wird platt gedrückt. Dann kommt Kokosnussfüllung da rein. Und guck mal, wie schön Mami die Füllung hier in den Mehlteig einarbeitet, gell? Kurz rollen. Dann kommt Kokoscreme als Basis. Gefüllte Bällchen drauf. Nochmal Kokosnusscreme drüber. Boah, diese Kokosnusscreme könnte ich auch pur essen, Leute. Ganz schlimm, da hat Mami ganz viel mit mir geschimpft. So, dann drückt ihr die Bananenblätter zusammen. Links einmal umklappen. Und jetzt schaut, die rechte Seite klappt ihr ebenfalls hoch und die Blätter links und rechts klappen dann die anderen Blätter ein. Seht ihr das? Wie ein kleines Paketchen.
Das Pandanblatt haben wir einmal halbiert, damit es schmal ist. Und da mit dem kleinen Holzstäbchen einmal durchfädeln, wie wenn man nähen würde. Und schwupps, habt ihr Kanom Sai Sai. Wunderschön hier eingepackt. Und das kommt dann alles hier in den Dampfgarer. Sobald das Wasser heiß ist, kommt das direkt hier drauf und das Ganze wird ungefähr für 20 bis 25 Minuten in den Dampfgarer gekocht. Und wir zeigen euch die moderne Variante ohne Bananenblätter. Da gebt ihr die gefüllten Bällchen direkt in kochendes Wasser. Nach ein paar Minuten schwimmen die Bällchen nach oben, dann wisst ihr, sie sind ready gekocht. Dann lasst ihr sie aber noch ungefähr für 3 bis 5 Minuten im heißen Wasser drin. Und erst dann holt ihr sie raus und habt diese mega geschmeidigen, leckeren Bällchen. Dann braucht ihr ein kleines Schüsselchen, gebt die hammerleckere Kokoscreme da rein, Bällchen drauf und fertig habt ihr die moderne Variante von Kanom Sai Sai. Vom Geschmack her genauso lecker wie die Originalversion, die in Bananenblätter eingepackt sind, aber Mami und ich wollten euch auch gerne die einfache Variante zeigen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, hat euch inspiriert und ihr habt auch was Neues hinzulernen können, wenn ihr mal in Thailand seid und die Möglichkeit habt, Kanom Sai Sai zu probieren, macht das auf jeden Fall und ihr werdet verstehen, warum ich total verrückt bin nach diesen Köstlichkeiten. Vielen lieben Dank, Leute, dass ihr auch heute bei uns reingeschaut habt und Mami und ich hoffen, das Video gefällt euch, inspiriert euch dazu, dieses Dessert mal auszuprobieren. Selbst wenn ihr das nicht selber kocht, aber wenn ihr das mal auf dem Thai-Fest seht, wenn ihr in Thailand seid, seht Kanom Sai Sai, unbedingt probieren, yeah. Gell? Aber wenn sie machen selbst, werden sie sehr stolz und sehr lecker und einfach, wie gesagt, ohne Bananenblatt können sie auch weit gehen. Yes, nichts ist unmöglich. Ja, genau. Mami. Guten Tag. Vielen Dank, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf, ja, gell? Alles Gute, viel Gesundheit für euch, gell? Bye bye. Bye bye. Tschüss. Augen schmeckt, Mund schmeckt, weiß sie Bescheid.